Hallöchen und damit herzlich willkommen bei einem neuen Part von Daily Wow hier auf The Chronics Live. Ich habe heute etwas Besonderes für euch vorbereitet, nämlich werden wir heute 10 Orte in WoW anschauen, ja, die eben lohnenswert sind, mal genauer betrachtet zu werden. Und ich fange einfach mal direkt an. Wir sind hier gerade in Eisenschmiede. Neben mir befindet sich Muradin Bronzebart, der Repräsentant der Bronzebarts, also hier auf dem Chefsessel, auf dem Thron, das ist der König. Und ja, alle, die wissen wollen, wo ich mich befinde, hier einfach in die Mitte laufen, durch das Tor und dann hier rein. Wir werden zunächst einmal einen Ort anschauen, der lange Zeit unzugänglich war für die meisten Spieler. Oder besser gesagt, für alle. Blizzard hat sich da so einen gewissen Mechanismus eingebaut oder vorgestellt, dass Spieler diesen Ort nicht betreten können. Aber er war schon lange im Spiel drin. Nämlich Alteisenschmiede. Offen gemacht, also ihr geht hier einfach runter, wurde dieser Ort erst mit Kataklysmen. Und seitdem ist das auch für alle zugänglich. Vorher war der auch zugänglich, aber nur durch so Glitches. Warum ist der Ort besonders? Naja, eben weil er so geheimnisvoll und lange versteckt war. Wir können uns das hier mal so ein bisschen anschauen. Das ist einfach so eine große Höhle, die so richtig an eine Zwergenhöhle erinnert. Es ist ja auch eine Zwergenhöhle. Hier stehen ein paar Wachen rum. Früher war hier natürlich gar nichts, weil man hier nicht hinkommen konnte. Man kann hier rumgehen und das finde ich ist auch schon irgendwie ziemlich cool gemacht, so vom Setting. Sieht halt wirklich richtig zwergisch aus. Mich persönlich erinnert das natürlich so ein bisschen an The Hobbit, falls man sich erinnert im ersten Teil, wo die da auch in dieser Orkhöhle sind. Hier sind es nur Zwerge, aber so prinzipiell sieht es recht ähnlich aus. Naja, hier unten ist eigentlich auch gar nichts, aber da oben geht es noch ein bisschen weiter. Dort kann man nämlich tatsächlich auch was Besonderes sehen. An und für sich sind die Orte, die ich hier zeige, meistens einfach optisch schön oder sie haben eine gewisse geschichtliche WoW-Bedeutung. Und in diesem Fall, glaube ich, trifft es beides ganz gut. Das ist einfach ein sehr eindrucksvoller Ort und da oben sehen wir dann gleich den ehemaligen König. Ihr seht schon umgekippte Stühle, schlechtes Omen. Hier seht ihr diese Kristalle und diesen versteinerten Zwerg. Das ist Magni Bronzebart, wie ich vor kurzem gelernt habe. Das war der ehemalige König von Eisenschmiede und dieser hier wurde eben, naja, Opfer eines fehlgeleiteten Rituals. Wenn man hier den Berater Belkrum anspricht, das kann man auch ganz deutlich lesen. König Magnis Schicksal ist meine Schuld und meine Schande. Ich hätte zu Geduld raten sollen, statt ihn zu bestärken, seine Eile, das Ritual zu vollenden, ohne es zu verstehen, hat ihn das Leben gekostet und uns nichts gebracht. Der nächste Ort befindet sich in den Hinterlanden, genauer gesagt hier oben im ja, Nordosten ungefähr. Auf der Map ist das hier oben so. Und zwar gibt es hier ein sogenanntes Traumportal, wenn ich mich nicht irre, ein Portal, das eigentlich zum Smaragdgrünen Traum führen soll. Dort gab es nämlich zu den Classic-Zeiten drei von, die gibt es immer noch, nämlich im Dunkel- oder Düsterwald, hier und in Ferelas, wenn ich mich nicht irre. Dort gab es dann jeweils einen Drachen, der war ein Weltboss, den man zu Classic-Zeiten mit 40 Mann in der Regel besiegt hat und ja einfach so triumphierend rumstand. Ja, den konnte man da angreifen und hat seine Epics fallen lassen. Das ging sogar noch bis, ich meine, WOTLK rein. Mit Cataclysm wurde es dann ausgepatcht, beziehungsweise die Drachen einfach entfernt und den Ort gibt es heute noch. Eine Zeit lang glaubte man auch, dass man durch diese Portale in den smaragdgrünen Traum kommen würde, aber das hat sich als falsch herausgestellt und tatsächlich kommt man da nicht rein. Nummer 3 auf unserer Liste ist Prügel Island, eine Insel oder ja, ein Island. Also ein Ort, den es in Brachland gibt oder besser gesagt im Südmeer in der Nähe von Brachland. Das ist wahrscheinlich noch Brachland. Hier, warum ist das ein sehenswerter Ort? Naja, ich finde das eigentlich ganz charmant. So eine kleine Insel, Prügel Island heißt es auch, glaube ich, eine Anspielung an einen Film. Hier sehen wir einfach so ein paar Knaben, die gerne prügeln, so richtige hautigen Piraten. Und ja, das ist eben ganz ulkig. Fun Fact: Hier glaube ich zumindest, war früher ein Teil der Kriegerquest, um die Berserkerhaltung zu bekommen. Weil damals musste man tatsächlich für die einzelnen Quests, für die einzelnen Haltungen Quests erledigen. Und hier war wohl einer
dieser Quest. Hier sehen wir noch einen weiteren Mob-Klomp, der Schatzmeister. Ganz normaler Quest-Mob. Also heute ist es ein normales Questgebiet. Fliegt man vom Brügel Island aus Richtung nach Südosten, so kommen wir auch schon gleich zum nächsten Ort, der besonders damals, also sagen wir mal, bis Cataclysm erschienen ist, tatsächlich noch wesentlich interessanter war. Heute ist es immer noch ein recht interessanter Ort, aber leider nicht mehr ganz so wie damals gestaltet, meine ich. Und zwar die Insel Elkes. Natürlich wahrscheinlich eine Anspielung an Alcatraz. Hier kann ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen, wenn wir uns hier einfach mal durchschlängeln. Und zwar gibt es auf der Insel ein Haus, ein Gebäude, wo früher der heutige König aus Sturmwind, König Varian, gefangen genommen wurde. Und deswegen ist natürlich auch diese Anspielung an Alcatraz, ein bekanntes Gefängnis aus den USA, sehr naheliegend. Wir sehen ja auch diese Gitterstäbe, das deutet alles so auf Gefängnis hin. Die Häuser sind leer. Früher waren hier Nager und allmögliche Kreaturen, die man so. Ja, die waren schon ziemlich schwierig zu besiegen eigentlich, weil sie ja mit Classic ja eingefügt wurden, glaube ich. Und die waren halt so 57 bis 60 Elite, meine ich. Das heißt doch recht ordentlich. Selbst so in Wrath the Lich King konnte man hier so schön durchpflügen. Aber es war nicht allzu leicht. Hier gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel Interessantes zu sehen. Ah, doch, hier. Der Kerkereingang. Und zwar gibt es auf der Insel Alcas natürlich einen Kerker. Sonst wäre es ja kein gutes Gefängnis. Und hier sehen wir immer noch die grausamen Folterwerkzeuge. So ein eiserner Sarg und alles Mögliche. Und das Besondere ist halt, dass hier der Legende nach der König Varian gefangen gehalten wurde. Einigen ist das wohl nicht bekommen, wie wir hier sehen. Ja, ist eigentlich ein interessanter Ort. Kann man sich mal anschauen. Hier kann man sogar noch runtertauchen, meine ich. Jo. Das heißt, es beinhaltet auf jeden Fall viele Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Der nächste Ort, den wir betrachten, erzählt eine Geschichte in Tanaris. Wer meinte, dass Tanaris eine große Sandwüste sei, wo es keinerlei Dinge zu entdecken gibt, der liegt zwar mit dem Teil der Sandwüste soweit richtig, allerdings gibt es hier noch mehr zu sehen. Schauen wir uns doch mal diese Spuren im Sand an, und das ist eigentlich auch schon ein ziemlich treffender Titel für die Sache, die es hier zu erzählen gibt. Nämlich könnte man sich ja vorstellen, dass Blizzard mit dieser Idee, hier eine Spur reinzulegen, tatsächlich den Spieler dazu anregt, die Fantasie wieder zu bemühen, um eine eigene Geschichte zu erzählen. Das heißt, nicht alles vorzugeben, sondern tatsächlich ja, sich vorzustellen, was hätte passieren können oder was ist mit den Leuten passiert, die hier eben diese Spuren hinterlassen haben. Das finde ich persönlich einen sehr interessanten Ansatz. Und wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, dass die Spuren sich zum Beispiel ja aufgabeln. Wir haben hier zum Beispiel ein Tier, das verendet ist mit seinen Kisten. Und unmittelbar weiter haben wir hier zum Beispiel einen Wanderer oder einen Mitglied der Karawane, welches es nicht geschafft hat. Wenn wir aber die Hauptspur verfolgen, dann sehen wir zum Beispiel, dass es noch wesentlich weiter ging. Wo sind wir? Hier. Genau, und dort geht eigentlich die falsche Fährte, nenne ich es mal, die Fährte von denen, die es nicht geschafft haben, los. Während hier eigentlich die große Karawane lang ging. Wir sehen, das ist eine sehr breite Spur. Vielleicht nehmen wir uns kurz die Zeit, das mal anzugucken. Das sollen Fußspuren sein, die hier eben lang führen. So aus der Luft kann man es ganz gut sehen. Und wieder vereinzelt haben wir diese Checkpunkte, wo einzelne Mitglieder der Karawane verendet sind. Und das Ganze geht noch ziemlich, ziemlich weit. Jedoch können wir sagen, dass die Spur immer weniger wird, also immer dünner. Und man doch annehmen kann, dass dort einige verendet sind oder zurückgeblieben sind. Hier sehen wir zum Beispiel, dass einer zurückgeblieben ist, und ab diesem Punkt kann man wohl fast annehmen, dass es sich nur noch um einen tapferen Recken handelt. Hier sehen wir einen Questmob. Und ja, hier hört es dann auch irgendwo auf, meine ich. Okay. Ja, also das geht noch ein Stückchen weiter. Aber hier hört es dann auf. Jo.
Ja, und hier sieht man dann die letzten sterblichen Überreste von dem letzten Veteran, der es so weit geschafft hat. In der Dunkelküste existiert ein Ort, der wirklich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr ganz so special ist, da man fliegen kann. Allerdings war dieser Ort zu Zeiten bis Kataklysm ein verstecktes Trolldorf und versteckt darum, weil es schon damals meines Wissens nach belebt war. Das heißt, hier waren damals nicht diese fliegenden Nachtelfen, sondern viel mehr Trolle, auch nicht diese hier, sondern friedliche Trolle, die hier einfach rumgetanzt haben. Und ja, an und für sich ist der Ort eigentlich gar nicht so besonders, da es ein gewöhnliches Trolldorf ist. Aber die Tatsache, dass er eben so versteckt gelegen hier irgendwo in der Dunkelküste, ihr seht hier oben im Norden, ja, gelegen war und für jegliche Spieler unzugänglich war, das war eben das entscheidende Merkmal, warum man sagen könnte, dass tatsächlich ein besonderer Ort ist. Wenn man sich hier umsieht, dann entdeckt man eigentlich auch nicht viel Spannendes, außer vielleicht einzelne Höhlen, die ganz cool aussehen. Heutzutage ist es, glaube ich, sogar ein Questgebiet, das heißt, es ist tatsächlich auch ohne fliegendes Reittier erreichbar. Der nächste Ort befindet sich in den Tiefen von Naxxramas, der 10 bzw. 25 Spielerinstanz oder Raid-Instanz aus Wrath of the Lich King. Hier befinde ich mich momentan im Thronsaal von Kel'Thuzad, wenn man das so sagen möchte. Ich habe den Boss gerade gekillt. Und was es hier eigentlich zu sehen gibt, das ist nicht der Thronsaal selbst, sondern das, was wir außenrum erkennen können. Schauen wir einmal durch diese ja, Vision oder Portal, wie man es nennen möchte, so sehen wir eine Winterlandschaft. Und diese Winterlandschaft ist nicht etwa Winterquell, wie man sich das vielleicht so optisch vorstellt. Das soll tatsächlich das alte Nordend sein. Ja, wir wissen, dass Nordend mit Wrath of the Lich King hinzugefügt wurde und entsprechend ein bisschen moderner aussieht als das, was wir hier sehen können. Allerdings wurde die Instanz Naxxramas ja auch bereits in Klassikzeiten angeboten und dort hat es dasselbe Modell verwendet, weshalb man damals dazu überging, ein altes, also ja, ein alternatives Nordend oder besser gesagt ein temporäres Nordend zu erschaffen, das eben fix modelliert wurde und dann so aussehen sollte. Es sieht halt doch Winterquell ziemlich ähnlich. Der Trailer zum Classic Naxxramas wurde in dieser Landschaft gedreht. Vielleicht kennt ihr es. Es ist Patch 1.1.2 oder sowas. Also irgendwas recht Frühes. Und in diesem Trailer geht auch der menschliche Kel'Thuzad durch diese Winterlandschaft. Ja, so viel von diesem Ort. Man konnte ihn teilweise sogar bereisen, den Ort, aber nur durch ein paar Glitches, also dadurch, dass man durch dieses Portal hindurchgeglitscht ist. Der nächste Ort ist der Krater von Dalaran im Vorgebirge des Hügellands, das ist hier oben auf der Weltenkarte im östlichen Königreichen. Und dort, ja, gibt es eigentlich genau das zu sehen, was der Name auch sagt, nämlich ein Krater. Früher war hier die Stadt Dalaran drin platziert, die jedoch mit Wrath of the Lich King herausgerissen und nach Nordend ja, transportiert wurde. Heute ist das ganze Questgebiet. Zu Classic-Zeiten war das Ganze nicht zugänglich, oder auch in Burning Crusade. Das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie sich das Ganze verändert hat. Man sieht ja noch die Ruinen, wie sie damals waren. Dabei haben sich hier noch Beschwörer von Dalaran hinzugesellt, die auch schöne Sprüche sagen. Und ja, viel zu sehen gibt es hier eigentlich gar nicht mehr, aber ich denke, es ist trotzdem recht eindrucksvoll zu sehen, wie sich die Dinge verändert haben, besonders für Classic-Spieler oder Spieler, die schon länger dabei sind und den Ort länger nicht mehr besucht haben. Der nächste Ort befindet sich in den Tiefen von Tirisfal. Natürlich ein Ort, der eher selten von Allianzland besucht wird, auch von mir eher, na, selten. Hier bei Belnirs Bauernhof gibt es ein Grab zu sehen, und zwar ist das nicht irgendein Grab, sondern das Grab, naja, dieser Satz deutet schon darauf hin, von einem Pferd. Das Pferd von Arthas Menethil, auf Englisch Invincible, auf Deutsch unbesiegbar. Dieses Pferd hat auch eine gewisse geschichtliche Bedeutung im WoW, einschlägige Geschichten um Warcraft 3 etc.
beschreiben das genauer, falls sich da jemand interessieren sollte. Auch in dem Buch Rise of the Lich King wird das beschrieben. Das Grab ist erst seit dem Pre-Event von Wrath of the Lich King, also die damalige Zombie-Invasion, geöffnet. Das ist auch eine interessante Tatsache. Und ja, hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sehen. Das ist ein gewöhnliches Grab, gewöhnlich in Anführungszeichen. Lediglich gibt es noch eine Inschrift zu sehen. Unbesiegbar, geliebtes Ross von Prinz Arthas Menethil, loyal und mit großem Herzen im Leben, mögest du Frieden im Tode finden. Klare Bäche und grüne Weiden, ergebener Freund. Das heißt, Arthas, die Figur, die so bedeutend ist im Warcraft-Universum, hat sein Pferd wirklich geliebt und ihm dann diese Inschrift vermacht. Ja, dann sehen wir uns gleich zum letzten Ort. Eventuell ist das, was ich nun zum Schluss zeigen möchte, etwas unspektakulär, aber gibt es doch einen, ja, Platz in WoW, der bis jetzt noch nicht so richtig erschlossen wurde. Zunächst einmal befinden wir uns in den westlichen Pestländern und oberhalb, ja, zwischen östliche Pestländer, Geisterlande und den westlichen Pestländern liegt dieses Stück Land, wo mein Mauscursor sich gerade befindet. Zur damaligen Zeit konnte man sich dort noch hinklitschen, wie man sah, thronte dort dann die Aufschrift Kel'Thalas, was natürlich ein sehr mächtiger Begriff ist für so ein kleines Stück Land. Entsprechend hat das auch eine sehr große Bedeutung und ich könnte mir persönlich vorstellen, dass das im späteren Spiel noch irgendwann eingefügt wird und noch eine wichtige Rolle spielen wird. Möchte man dorthin fliegen zu diesem Ort, der auch auf der Map nicht versehen ist mit einem Titel, so wird man unsanft von einer unsichtbaren Wand blockiert. Das heißt, es gibt da quasi keinen Weg hin. Selbst wenn man dahin wollte, ich denke, dort gäbe es dann nicht viel zu sehen. Aber ja, interessant für mich zu sehen, dass da noch etwas ist, was es vielleicht in Zukunft zu denken gibt. Vielleicht auch für euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dies der Fall ist, dann lasst mir noch einen Kommentar da, gebt mir Verbesserungsvorschläge, was auch immer. Und ich sage bis dahin, macht's gut und tschüss.